Es hat geheißen, draußen gibt Schnäppchen, hier gibt es echtes Gold. Ja. Hier wird nach Öl gebohrt, allerdings nicht nach Erdöl, sondern nach dem Öl des Heiligen Geistes. Ja. Das ist noch kostbarer als Erdöl, ist vor allem nicht erschöpflich, nicht begrenzt. Ich selber bin nicht nur begeistert von Jesus Christus, ich liebe Jesus Christus. Also begeistert kann man ja sein. Immer mal gesagt, ich glaube, es war der Philosoph Søren Kierkegaard, der hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Begeisterten und einem Anhänger und einem Nachfolger. In der modernen Sprache könnte man sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger. Manche Leute sind ja so Jesus-Fans, so wie sie Fans sind, vielleicht von Robbie Williams oder von Christina Stürmer, kann man Fan sein, ja. Der Unterschied ist der, ein Fan zu sein, ein Begeisterter zu sein, kostet mich nichts. Ein Nachfolger zu sein, kostet mich alles, durch mein Herz. Und jetzt denken vielleicht schon manche, oh wei, jetzt werden wir vielleicht hier vereinnahmt. Jesus hat gesagt, als er die ersten Menschen zu sich gerufen hat, kommt mit mir, kommt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und es waren ja Fischer, also unter Fischer konnte sich was vorstellen, die haben damals nicht mit der Angel gefischt, sondern mit dem Netz. Und ich habe mal den schönen Ausspruch gehört, Menschenfischer sind solche, die Netze nicht fangen, sondern befreien. Menschenfischer sind solche, die Netze nicht fangen, sondern befreien. Ich möchte auch von der wahren Freiheit sprechen. Die wahre Freiheit, die wir dann finden, wenn wir tief da drin im Herzen angekommen sind. Wenn wir spüren, ich bin angekommen. Ich bin zu Hause, ich bin daheim. Und auf einmal kann ich wirklich neu anfangen. Und das macht Jesus wirklich möglich. Das habe ich mit 8 Jahren, eigentlich hat das Ganze schon begonnen. An Gott habe ich schon immer geglaubt. Von meiner Omi habe ich das Beten beigebracht bekommen, das Vater Unser. Und das Gegrüßt seist du Maria habe ich da beigebracht bekommen, wie man halt so erzogen wird von den Großeltern vielleicht. Und ab und zu habe ich auch noch zum Heiligen Antonius gebetet, wenn ich was verloren hatte. Und interessanterweise hat das immer funktioniert. Also rein von dem zu urteilen, ob was funktioniert, Yoga kann auch funktionieren. Das allein ist es noch nicht. Das natürlich, es muss funktionieren, keine Frage. Wenn das Leben mit Jesus nicht funktioniert, wenn es eine Illusion ist, dann lassen wir es besser heute als morgen sein. Einverstanden? Es muss funktionieren. Aber nur zu funktionieren, wär zu wenig. Ja? Es muss wirklich die Wahrheit sein. Und mit 8 Jahren dann habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Gott bei mir angeklopft hat. Und zwar auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Ich bin als 8-Jähriger in der Schule aufs Klo gegangen. Und auf dem Weg dorthin ist mein Gedanke durch den Kopf geschossen. Und zwar, der Gedanke war folgender: Was ist, wenn das Leben hier nicht alles ist? Sondern wenn dieses Leben nur Teil eines viel größeren, umfassenderen Lebens ist. Und wenn sich dieses Leben, was wir hier leben, zu diesem größeren Leben so ähnlich verhält, wie ein Traum zu diesem Leben. Also man könnte sagen, für einen 8-Jährigen ein ziemlich großer Gedanke. Habe ich auch ganz so erschreckt, kam es wahrscheinlich auf meinem Mist gewachsen, also der kam sicherlich von woanders daher. Und man könnte sagen, ein philosophischer Gedanke schon. Ich habe später auch Philosophie studiert. Übrigens, an der katholischen Fakultät habe ich christliche Philosophie studiert. Es war nicht katholische Philosophie, sondern christliche. Das heißt, es wurde jetzt von der katholischen theologischen Fakultät unterrichtet. Aber es ging wirklich um die ganze Philosophie von einem christlichen Menschenbild aus, von einer christlichen Bewertung dieser Ausrichtung. Denn man kann zum Beispiel in Salzburg, wo ich studiert habe, kann man ja auch Philosophie in der geisteswissenschaftlichen Fakultät studieren und hat dort wahrscheinlich atheistische Professoren, die also mit Vorliebe den Glauben austreiben wollen. Vorurteilsfrei finde ich das auch nicht gerade. Und da wollte ich doch lieber neben den Franziskanern und Benediktinern und sonst wem sitzen. Übrigens die hübschen Mädels neben ihnen. Ich sage es euch wirklich, es ist nicht mehr leicht, der heutigen Zeit Mönch zu sein, denke ich mir. Ja, also die Zeiten haben sich gewandelt, die Anfechtungen sind ganz andere geworden und die Versuchungen.
Aber es war eine gute Zeit, als ich das in Salzburg gemacht habe. Da hat mich also die Sehnsucht nach der Wahrheit wieder weiter gedrängt. Vorher habe ich Theologie studiert in Hamburg, Berlin und Prag. Bin da also schon ein bisschen umeinander gekommen. Aber mit 8 Jahren eben hat das Ganze schon seinen Anfang genommen. Ich habe diese große Frage wieder verdrängt, war mir einfach zu viel. Und dann mit 15, jetzt jährt sich es bald zum 22. Mal, am 8. Juni 86, also der Zahlendreher 8686, da war es, wo mir jemand sagte, dass es eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus gibt, dass ich eine Freundschaft haben kann mit Jesus Christus. Und das war genau das, was mich aufhorchen ließ, denn das kannte ich nicht. Ich bin brav in die Kirche gegangen, ich bin ab und zu in Beichtstuhl gegangen, ich habe geschaut, dass ich alles so weit richtig mache und war ein braver Bub. Also von dem her war ich nicht schlecht unterwegs. Aber irgendwie ganz tief da drin war Gott weit weg von mir. Und ich habe mir gewünscht, dass Gott ganz nah, ganz inniglich nah in meinem Herzen leben kann. Und das hat mich aufhorchen lassen, dass sowas möglich ist. Und ich habe mich gewundert, dass mir das eigentlich keiner gesagt hat in der katholischen Kirche, dass sowas geht, dass sowas möglich ist. Und ich habe dann in meiner Wahrheitsdrang und Wahrheitssuche gedacht, probieren geht über studieren. Wenn das stimmt, dann habe ich echt den großen Fang gemacht. Und wenn das nicht stimmt, habe ich nichts verloren. Also ich habe da einfach Kosten-Nutzen abgewogen und habe mir gedacht, okay, ich probiere es, Augen zu und durch. Und ich habe dann ein kleines, auf den Punkt gebrachtes Gebet gesprochen, indem ich Jesus eingeladen habe in mein Herz. Und wir werden sehen, möglicherweise werde ich mit denen, die es wollen, auch dieses Gebet, was ich damals gesprochen habe, am Ende des Abends mit euch sprechen. Das hat mir jemand vorgesprochen und ich habe das aus freien Stücken, also nicht getrieben, gedrängt oder sonst wie bedrängt. Also ich habe das aus freien Stücken nachgesprochen und habe gemerkt, nur so funktioniert es, wenn man es wirklich will. Wenn man es irgendwie der Mama zuliebe macht, der Oma, hat es keinen Wert. Also es geht nicht wie mit Patenschaft oder so, funktioniert nicht, sondern jeder steht und fällt selber. Eben, diese Entscheidung kann einem niemand letztlich abnehmen. Und ich habe dieses Gebet gesprochen und hat mich zwar Überwindung gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schon Überwindung gekostet, aber ich denke mir, alles Große hat ein bisschen Herzklopfen. Wenn man einer wichtigen Frau einen Heiratsantrag macht, hat ein Herzklopfen. Wenn man auf einen Heiratsantrag antwortet, hat ein Herzklopfen. Also das zeigt, die Entscheidung hat Gewicht, oder? Ich meine, wenn es nichts wert ist, dann klopft er nicht das Herz. Und deshalb, wenn Sie heute Abend ein bisschen Herzklopfen kriegen und merken, irgendwie auf ganz eigentümliche Weise geht das Herz so auf Zug, dann ist es ein gutes Zeichen. Denn dann geht es um was Wunderbares, um was von einer großen Tragweite, was unser Leben wirklich vorwärts bringt und nicht bloß um so eine Schnapsidee, heute sagen wir so und morgen ist wieder alles beim Alten. Also keine Sorge, es ist völlig normal, wenn irgendwie da man merkt, aha, da bewegt sich was in meiner Brust, da kommt ein Grippen, Herzklopfen ist dabei. Also ich wünsche es euch, dass ihr ein bisschen Herzklopfen kriegt, so war es damals bei mir auch. Aber ich habe gedacht, ja, Augen zu und durch, ich möchte es wissen. Vielleicht ist auch jemand da heute, der es wissen will und ich muss ehrlich sagen, gewiss hättet ihr heute an dem schönen Freitagabend was Besseres zu tun, wenn euch das Ganze nicht wichtig wäre. Also ich möchte euch wirklich beglückwünschen, weil es mir zeigt, dass euch, ja, es gibt diese Frage von Xavier Naidoo, bist du am Leben interessiert? Und diese Frage möchte ich dich eigentlich auch fragen, bist du am Leben interessiert? Denn darum geht's. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Also es geht wirklich darum, das allerbeste Leben zu haben, das Leben, was Gott uns schenkt.